Ich möchte euch heute mal einen Trick verraten, die Idee kommt nicht von mir, aber ich möchte sie an euch weitergeben, weil sie so gut war. So eine Innenschale herausnehmen aus einem eingepressten Lenkkopf. Da ist ja diese Lagerschale eingepresst von oben und von unten. Und ein Custom-Kollege, ein YouTube-Kollege, den ich persönlich leider nicht kenne, Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, ich darf das weitergeben. Also seine Theorie, man geht mit dem Schweißgerät innen einfach eine Naht reinlegen, der Ring zieht sich zusammen und kann so im Schraubendreher rausgenommen werden, ohne Spezialwerkzeug, Innenabzieher und hast du nicht gesehen. Ja, das werde ich heute mal mit dem, er hat es mit Micmac gemacht, Schutzgas, ich mache es mit dem WIG-Schweißgerät. Es dürfte beim gleichen herauskommen, es muss Temperatur aufgebracht werden, eine sehr hohe Temperatur, die man mit dem Schneidbrenner nicht schafft. Wir sprechen hier über 1000 und mehr Grad. Dann zieht sich der Ring ein wenig zusammen und hier reicht ja ein Zehntel, zwei Zehntel, um das dann einfach herauszulösen. Das Restfett, was ich nicht auswischen konnte, wird ja mit ziemlicher Sicherheit dann nochmal Qualm geben, rauchen, aber das ist ja nichts Schlimmes. Das lässt man abziehen und gut ist. Gut, das probiere ich jetzt mal aus. Schalten nicht vergessen. So, also mit WIG-Schweißen, mit WIG funktioniert das sehr gut, wie ich denke. Natürlich dehnt es sich zuerst einmal aus und beim Abkühlen zieht es sich dann erst zusammen. Logisch. Ich warte jetzt also noch, bis es kalt ist. Ich finde WIG ein bisschen geiler, weil es nicht so viele Funken gibt. Auf jeden Fall noch ein Tipp, die Batterie abklemmen. Ich habe keine Batterie drin, daher muss ich das nicht abmachen. Weil wir ja über die Masse gehen. Das könnte sein, dass das irgendwie Probleme mit der Lichtmaschine gibt. Also da würde ich jetzt auf Nummer sicher gehen und wenigstens die Masse abklemmen. Weil, wie gesagt, diese Power vom Schweißapparat, diese 100 Ampere, die gehen über die Masse, über den Rahmen. Und da hängt auch die Lichtmaschine mit dran. Und alles, was dazu gehört. Okay, gut. Ich gehe mal davon aus oder ich hoffe, dass das so einfach funktioniert.
Okay, nach dem Abkühlen hinaus damit. Geil. Ja, und wenn du dann dieses hässliche Tacho gegen dieses schöne von Acewell installieren möchtest, natürlich alle Kontrolllampen rausfallen, dann musst du dich irgendwann mit ein wenig Kabelsalat auseinandersetzen, da ich diese Control Units dort nicht einbauen möchte für 400 Euro, klemme ich dann lieber diese Käbelchen um. Erschwerend hinzu kommt, dass auch das Zündschloss ja hier nach unten wandert und die Lampe eine LED-Lampe ist mit Tagfahrlicht, Leuchtkranz und LED-Fern- und Abblendlicht. Auch das ist nicht 1:1 zu verkabeln. Tacho ist auch nicht 1:1. Zwar überall Stecker, wunderbar, aber das Gegenstück sieht ein bisschen anders aus. Von daher Kabellage, Kabellage, bald Problem. Ha? Da schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Die Felgen sind auch zurück vom Pulverspezi. Ich habe mich für schwarz-seiden-matt entschieden. Ich wollte erst schwarz-glänzend wegen der Reinigungseinfachheit. Aber wie der Pulverer mir gesagt hat, wird sich eine gepulverte Seidenmattfelge sehr gut reinigen lassen. Die nimmt auch keinen Dreck an und es ist auch keine offenporige Beschichtung mit der Kunststoffbeschichtung. Von daher völlig unkritisch. Ja, und mit Pulver hat man eigentlich lange Freude.
im Gegensatz zum normalen Aluminium. Und da hat er mich gut beraten und hat es gut gemacht. Wenn ihr da aus der Nähe kommt, empfehle ich den gerne. Dieses Video ist ganz nebenbei nicht werbetechnisch unterstützt. Alle Produkte, die ich nenne, verwende ich für mich und bezahle auch. Und neuerdings muss man auch unten reinschreiben, dass dieses Video für Erwachsene ist und nicht für Kinder. Das mal so ganz nebenbei. Ja, Reifenthema ist im Moment ein großes Thema, wenn man Scrambler bzw. Enduro oder Crossreifen aufziehen will. Das geht aktuell nicht mehr so einfach. Warum ist das so? Einige oder der Gesetzgeber hat eigentlich bis 2017 erlaubt, M&S-Reifen aufzuziehen. Ich spreche jetzt mal zum Beispiel von der BMW GS. Das ist ein sehr verbreitetes Motorrad. Dort fährt man gerne grobstollige Reifen. Allerdings ist die Höchstgeschwindigkeit über dem Geschwindigkeitsindex, der auf dem Reifen steht. Das konnte man bisher mit einem M&S-Aufkleber neben dem Tacho oder am Cockpit eintragen lassen. Man muss jetzt aufpassen. Das geht im Moment nur für Reifen bis Produktionsdatum 2017, also DOT-Nummer. Hier ist jetzt 14. Woche 19. Das heißt, das kann eine GS nicht mehr fahren. Hab aber auch schon gehört, dass es da jetzt noch eine Änderung von der Änderung geben soll, weil die Firma Heidenau gesagt hat, ja wunderbar, dann können wir unseren Laden auch gleich zumachen. Weil deutsche Firma, deutsche Reifen, speziell im Enduro-Bereich unterwegs und dort den Max-Umsatz. Ich habe jetzt auch lange suchen müssen, weil Enduros selten 18 Zoll Vorderräder haben oder eigentlich nie. Deswegen ist Heidenau einer der wenigen, die ja 18 Zoll Räder vorne und hinten verwendbar verkauft. Sprich, schau mal gerade. Habe ich hier 120, 80, 18. Vorher war drauf 90, 90, 18. Ich weiß noch nicht, ob er in die Gabel passt, aber ich werde es probieren. Denn auch hier die DOT-Nummer ist für mich eigentlich weniger wichtig, sind beides 19er Reifen. Das ist für mich okay, nicht allzu alt, aber die, wie gesagt, alle anderen schnelleren Motorräder, die über 180 und 200 eingetragen sind, können derzeit diese Reifen nicht eintragen auf dem TÜV. Den anderen, die diesen M&S-Aufkleber haben, da wäre normalerweise Schluss 2024 als Übergang. Aber wie gesagt, ich denke, man wird da ein Einsehen haben und wird den Geländefahrern, die ins grobe Gelände auch fahren, die Reise-Enduro-Fahrer, die keine Ahnung durch die Karpaten fahren, die brauchen grobe Reifen. Entweder ziehen die Reifenhersteller nach oder der Gesetzgeber sagt, okay, da kommt eine neue Bestimmung. Aber M&S wird es auf dem Motorrad nach 24 wahrscheinlich so nicht mehr geben. Das heißt, man kann diese Ausnahmeregelung auch, ich gehe auch davon aus, dass diese Ausnahmeregelungen dann auch in 4 Jahren hinfällig sind für die, die sie haben. Das wird so sein. Okay, für die, die eine BMW umbauen wollen zum Scrambler, sei gesagt, ich gehe mal davon aus, dass ich diese Reifen, ich habe hinten 130, 80, 18, also nur geringfügig breiter. Da war vorher 120, 90 drauf, weil ich nicht, 150er habe ich mich nicht getraut, weil die Einarmschwinge relativ wenig Platz hat. Und mit den Distanzscheiben, die Felge zwar rausgelegt werden kann, aber irgendwann sind die Bremsbeläge auch nicht mehr in der Trommel. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist ja eine Trommelbremse. Gut, das ist das eine Ding. Dann muss man dazu sagen, diese Heidenau oder die meisten Hersteller machen eine Markierung drauf,
zwei rote Punkte bei Heidenau, bei manchen sind es ein weißer Punkt oder was noch immer. Das ist der leichteste Punkt des Reifens aus der Produktion. Der ist, für die es noch nicht wissen, viele, alle, eigentlich wissen es alle, der Punkt ist zum Ventil. Ja? Und last but not least, was man wissen sollte, wo steht's? TT müsste eigentlich draufstehen. Tubeless Typ. MC Motorcycle. Auf jeden Fall sind das Schlauchreifen. Ist auch nicht jedermanns Sache. Weil Schlauchreifen, ich würde auch persönlich auch keine, allerdings gehe ich den Kompromiss ein, weil ich diese Optik möchte. Ich möchte auch ins leichte Gelände fahren. Hört sich komisch an, ist aber so. Aber ich mag dieses Grobe, es hätte können noch grober sein. Ich habe keinen Hersteller mehr gefunden, der, also ein TKC 80, gibt es kein Vorderrad. Passend, die haben 21 Zoll. Sonst hätte ich den genommen. Leider. Oder TKC 70 oder wie sie alle heißen. Die ganzen neuen Reifen, ich habe jetzt keines gefunden. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare was anderes schreiben und ich habe was anderes gefunden. Denn wenn die runter sind und es gibt eine Alternative, würde ich die auch mal ausprobieren. Das muss jetzt erstmal über den TÜV gehen. Ich habe mich für den Geschwindigkeitsindex T entschieden. Das müsste für mein Motorrad glücklicherweise nur bis 170 km/h in den Papieren eingetragen. Da muss man immer so ein bisschen was dazu rechnen. So, ja, da gibt es so eine komische Formel, plus 6,5 und plus 1%. Und hast du nicht gesehen? Das sollte der Index noch zu reichen. Wenn der Index dafür nicht mehr reicht, dann wird es kritisch mit dem TÜV. Dann wird der wahrscheinlich erstmal sagen, okay, wenn das Gesetz sich nochmal ändert, kommst du halt nochmal. In dem Fall müsste ich die Schlappen nochmal umziehen, die Straßenschlappen nochmal drauf machen, die ursprünglich drauf waren, um den TÜV zu machen, und müsste dann nochmal nach dem Gutachten hinfahren und müsste die Reifen eintragen lassen, nur weil sich dann wieder die Gesetze geändert haben. Jo, die Ausnahme der Ausnahmen. Okay, Tubeless Typ, Schlauchtyp oder, Entschuldigung, Tubeless heißt Reifen schlauchlos. Tube-Typ heißt Schlauchreifen. Entschuldigung. Ja, dazu bestellt man sich gleich am besten den passenden Schlauch mit. Wird angeboten auf der Seite. Ja, worauf sollte man achten? Roter Punkt, klar, ist zum Ventilloch leichteste Stelle, weil das Ventil wahrscheinlich die schwerste Stelle ist. Vielleicht. Beim Schlauch kann sich das anders verhalten. Sollte das Auswuchten zu krass werden, sprich 40 Gramm vorne, 60 hinten überschritten werden, sollte man den Reifen trotzdem mal auf der Felge drehen, was mit dem Schlauch nicht so einfach ist. Grundsätzlich ist aber wichtig, dass ihr Talkum in den Reifen macht. Also richtig schön dicke Puder rein, damit der Reifen sich der Schlauch sich in dem Reifen bewegen kann. Mit anderen Worten, die Reifen walken ja auch. Und von daher ist das wichtig, finde ich. So, das sind schon mal erst Informationen, die ich den Gleichgesinnten schon mal an die Hand geben wollte, was die aber schon, wie gesagt, die meisten wissen das alles schon. Ich wusste es nicht, deswegen sage ich es hier nochmal, da ich kein Reifenprofi bin und kein Motorradmechaniker oder auch sonst irgendwas. Den Hinterreifen ziehe ich heute auf, den Vorderreifen. Warte ich noch auf die Radlager, die möchte ich erst einsetzen, weil dann kann ich besser arbeiten ohne Reifen, dann stört mich der Reifen zu viel. Gut, in diesem Sinne hoffe ich, konnte ich schon mal ein bisschen Tipps geben. Ich persönlich pumpe immer etwas Luft ein, natürlich nicht so viel, sondern lasse ich jetzt noch ein gutes Stück ab.
damit der Reifen sich in den, den Schlauch sich in den Reifen hineinlegt, nicht knittert, nicht beim Aufziehen eingequetscht wird. Das heißt also ganz dünn Luft drauf machen, dass er schon mal einen Kreis bildet. Das reicht eigentlich schon. Das seht ihr so, wenn ihr merkt, okay, der Reifen kriege ich gar nicht mehr drauf, drückt er einfach noch ein bisschen Luft raus. Auf jeden Fall nicht ohne Luft, nicht einfach so reinknuddeln, damit er sich verdreht. Und nachher macht ihr da 2 Bar drauf und dann ist der im Reifen verdreht und dann weiß ich nicht, wie lange der das mitmacht. Ich werde auch den Schlauch noch ein bisschen mit Talkum einreiben und ja, im Grunde genommen denke ich, sind das schon mal die wichtigsten Tipps zum Reifen BMW R80, R100, R65, R45, wie sie alle heißen. Ausgenommen ist die GS, die hatte schon, glaube ich, 21 Zoll Vorderrad oder 19 Zoll oder 20. Irgendwas hatte die schon ein größeres Vorderrad. Müsste ich jetzt nachschauen, wisst ihr aber dann selber. Gut, ich hoffe, das hat euch schon mal ein bisschen was an Informationen gegeben. Vielleicht kommt ihr dann vielleicht sogar auch von dem ganzen Projekt Scrambler ab und macht lieber einen Kaffee Racer. Versucht das mal mit Schlauch aufzuziehen. Selbstverständlich. Laufrichtung wäre so rum richtig. Also drehen wir einmal so. Ganz schön tricky. Gut. Also ihr seht, das ist eine echte Männerarbeit, aber ich möchte trotzdem unabhängig bleiben.
ist, dass dieser Reifen immer unten in der unteren Wulst liegt, während ihr herumfahrt, weil dieser Draht natürlich sehr störrisch ist. Okay. Ich schraube die Schraube mal ganz kurz an. Angeblich soll man die ja sogar loslassen, damit sich das Ganze drehen kann im Reifen. So, Rotation stimmt. Alles klar. Dann machen wir mal 2 Bar. Was zeigt er denn an? Was da war denn? Gar nichts. Das ist made in Germany. Ja, zum Aufziehen auf die Wulst kann es dann auch ruhig mal 2,5 oder 3 sein, wenn man das wieder ablässt. Ich mache das Fett dann immer weg, weil ich nicht möchte, dass es näher aufs Profil läuft. Geschweige denn, dass man alles, was man anfasst, wie die Bremstrommel, die es so wunderschön gesandstrahlt ist, auch noch Fett abbekommt. Oh ja. Sehr gut. Ränder kontrollieren. Aber das fällt nachher beim Aufsuchten ja auch noch auf. So, man nehme ein altes Gewicht. Es gibt Leute, die sagen, das ist ungenau, aber ihr müsst mal davon ausgehen, in der MotoGP wird das noch so gemacht. Auf der Rennstrecke, wo wir 300 fahren, wird das so gemacht. Mit Slicks und Präzisionsfahrwerken. Also ich gehe mal davon aus, reicht noch nicht, dass das gut genug ist für einen Scrambler, der sowieso nur 170 fahren darf, geschweige denn von mir wahrscheinlich nie schneller 130. Fährt, denn auch dieses Motorrad wird Autobahn selten bis gar nicht. Oho. Das ist so viel, ja. Okay, dann kriegst du noch den hier dazu. Dann wird es wohl zu viel sein. Ja. Okay, gut, dann noch ein 5er. Den machen wir noch dazu.
3 Uhr. Mhm. 9 Uhr. Ja. Okay für den Bauern, oder? So, perfekt montiert, ausgewuchtet. Jetzt muss ich nur noch diese Gewichte zusammenrechnen und nehme meine neuen schwarzen Gewichte. Okay, was haben wir denn da? Fünf, zehn, 15, 20.